The Evil Within, weiter geht's. Wir haben hier aufgehört und haben hier aufgeräumt in der letzten Folge. Ich traue dem Braten mit den Fallen hier gerade nicht. Weil dann wird nämlich Alarm ausgelöst. Kann man die anzünden vielleicht? Oder vorbeischleichen? Ich möchte mal vorbeischleichen. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass... Ihr liegt agil. Psst. In der U-Bahn mit Basti Castellanos. Wir haben auch hier in der letzten Folge ganz gut hier die Kopie ausgeschaltet. Das löst sofort Alarm aus, wenn die runterfallen. Und man muss mal überlegen, wir sind immer noch nicht mit dem Spiel durch. Obwohl ich mich ja so anstrenge... Aber es sind echt, einige Passagen sind verdammt schwierig. Ja, denen haben wir ja die Köpfe weggeblasen beim letzten Mal. Einige Passagen sind verdammt anstrengend. Und verdammt nervenzermürbend. Und mir gefällt es ja momentan nicht mehr so gut. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich schaue jetzt auch auf jeden Sitz, weil wir in der letzten Folge ja Hagel von 1000 gefunden haben. Das ist eine Bombe. Boah, wie gemein. Da eine Bombe zu platzieren. Das ist aber fies. Wie gut, dass wir nicht hier lang gegangen sind. Ich weiß nicht, warum ich geduckt laufe. Das ist so Macht der Gewohnheit in dem Spiel. Wenn man schleichen kann, dann schleiche ich. Das ist auch gut so. Weil ich traue hier dem Braten nicht. Ich habe ja in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, habe ich gesagt, dass diese Bärenfallen gar nicht mehr wieder kamen. Und jetzt auf einmal sind sie da urplötzlich. Was liegt denn da auf dem Sitz? Ist das Dreck? Eben schauen, wir haben so viele Bastelteile eingesammelt mit Bastelbasti. Und werden mal eben ein paar Bolzen herstellen. Ich werde mal einen Giftbolzen. Wir haben es nämlich. Ja. Ich könnte noch einen, ich weiß. Ich möchte aber nochmal hier so einen Brandbolzen herstellen. Weil die machen nämlich ordentlich Wumms, habe ich herausgefunden. Und dann gehen wir mal weiter. Wir schauen mal. Oh, Munition. Von dem, was ich gerade nicht verstehe, wir kriegen so viel Muni. Und es kommen so wenig Sachen, wo wir drauf ballern können und schießen. Obwohl, ja klar. Gerade waren ja ein paar Zombies, aber jetzt auch nicht. Da lief doch einer, oder? Da lief doch einer, oder bin ich jetzt... Oh nein. Schon wieder diese Typen, die die Dings haben. Die Sprengbolzen. Das ist fies. Vor allem mit dem Wasser. Ich traue mich ja seit der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge nicht mehr ins Wasser. Ich spring mal rein. Wenn jetzt der Wassermann kommt, ne? Wo ist der Typ? Der war doch... Nein! Explo... Was war das denn jetzt für ein Fail? Da schieße ich auf den Pixel. Da habe ich einfach auf den Pixel geschossen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Warum, wie kann ich denn auf den Pixel schießen? Ich habe doch durchs Fenster... Ich habe doch durchs Fenster geschossen. Oh, und ich kann hier nicht schnell wegrennen. Das ist doof. Hallo. Ein herrliches Bild. Ach, wie gut, dass ich mein Späßchen an das Let's Play nicht verloren habe. Dass ich immer noch Spaß daran habe. Ist ja geil. Ich glaube, wir werden mit dem Spiel niemals fertig. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, nein. Nein. Die ganze Scheiße nochmal. Oh, ich hoffe, das klappt nochmal so. So, wir haben die Munition aufgesammelt. Die sind doch jetzt wahrscheinlich wieder da, ne? Ja, genau. Wie gut, dass sie nicht aus der Entfernung mich noch nicht sehen können. Das ist natürlich super. Okay, dann gehen wir das Ganze nochmal anders an. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen Hagel mitnehmen. Ein bisschen Scharfschützenmuni. Rüsten wir auch direkt das Scharfschützengewehr aus. Ja. Natürlich. So. Nachladen. Haben wir schon.
So, und dann verbarrikadieren wir uns wieder hier hinten. Und ballern erstmal den... die Kopie weg, wie immer. So, aufgepasst. Jetzt. Stillhalten. Oh komm, das glaube ich jetzt nicht, ne? Was ist denn das? Warum schießt er denn manchmal vorbei? Der ist tot, oder? Ja, der ist tot. Sehr schön. Warum habe ich denn den ersten so vorbeigeschossen? Ich habe doch voll drauf gezielt. Das gibt's doch gar nicht. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dein Köpfchen. Komm, zeig dein Köpfchen. Wie er guckt. Voll niedlich. So. Also, auf geht's. Probieren wir es nochmal aus. Ich hoffe, die wachen jetzt nicht auf, wenn ich vorbeilaufe. Nein, 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 bitte nicht. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr... Ich hab keine... Wieso hab ich keine... Ja, komm zu mir, zeig auf... Was, was, was? Munition alle? Munition alle? Aua! Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Also müssen wir zusehen, dass wir den Alarm nicht auslösen. Oh, das gibt's doch gar nicht, dass ich jetzt hier hänge. Okay, wir müssen also schleichen an den Fallen. Na gut, dann haben wir das auch mal gesehen und wissen, was uns da blüht. Gut, aber das mit dem Dings ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mit dem Scharfschützengewehr, das machen wir doch direkt. Rüsten wir sofort aus. Machen das Licht aus. Na, Scharfschützengewehr, genau so. Ich weiß, ich habe nicht viel Leben. Ich bin so ein Sparfuchs, was das Health angeht. Was das Health angeht, bin ich so ein Sparfuchs. Ich weiß, aber das wird uns zugutekommen. Je mehr Medipacks wir am Ende haben, glaubt mir das. Weil ich habe noch ein bisschen das Gefühl, dass der Endkampf doch wirklich hart wird. Und deswegen spare ich so ein bisschen da die Medipacks. Falls sich jetzt viele wundern, hey, nimm doch mal ein Medipack, dann kommst du auch weiter. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, ich mache das, aber nicht jetzt. Ja? So, sei mir nicht böse drum. So, und jetzt probiere ich das nochmal aus mit dem Schießen. Das ist irgendwie verwunderlich, dass ich an den Pixel wieder hängen geblieben bin. Weil ich habe ja voll drauf gezielt eigentlich. Wie er guckt. Voll am Schnüffeln. Muss ich hin. Achtung. Gibt's doch nicht. Wieso schieße ich denn vorbei? Ich schieße beim ersten Mal vorbei, obwohl ich voll drauf halte. Das ist voll behindert. Na... Ich verstehe das nicht. Ich habe doch voll drauf gehalten. Na, ich traue mich noch nicht so ganz, weil nachher... Oh. Bastelbasti. Wie er nachgucken wollte, wo der Schuss herkam. Also die hellsten sind sie nicht. Das muss man ja mal sagen. So, und jetzt bevor ich jetzt hier wieder irgendwie einen Alarm auslöse, schleiche ich jetzt hier rum. Geh aufs Schrotflintengewehr. Schrotschindengewehr, wollte ich sagen. Hallo? Hagel? Hier ist auch nochmal Hagel. Das mit den Fallen ist aber echt fies gemacht. Muss ich ja mal sagen. Huch. Das war irgendwie ein Physikfehler. Ich glaube nicht, dass das die Flasche, glaube ich, so wegfliegen sollte. So, Streichhölzer nehmen wir mit. Okay. Die Gegenstände machen mir mehr Angst wie alles andere. So, jetzt sind wir wieder hier. Also, auf geht's. Dann probieren wir es nochmal aus. Dass wir jetzt hier besser durchkommen, das kennen wir ja jetzt alle schon. Also, Nagel mitnehmen. Da kommt gleich wieder der eine. Der kennt doch wohl. Der eine. So, hier auf dem Stuhl lag ja nichts, ne? Genau. Aber hier liegt wieder Patronen für den Revolver. Ich bin am überlegen, ob ich den vielleicht mit der Flasche rauslocke. Oder vielleicht einfach die Flasche da. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das war sowas von klar. Ich guck gerade mal, wo er hinguckt. Oh, wie niedlich. Gut, kommt der? Der kommt, glaube ich. Ich glaube, der kommt. Oh nein, der hat auch noch diese... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das müsste jetzt doch funktionieren. Ich müsste doch jetzt treffen, oder? Aber es ist dämlich, dass man jetzt hier Munition verschwenden muss, nur um die... Nicht, dass wieder hinter uns einer steht. Da sind noch mehr. Wie viele sind denn da noch? Ich bleibe jetzt einfach mal hier im Wasser und warte mal darauf. Ich weiß, es ist jetzt nicht gerade spannend, aber ich warte mal darauf, wer da alles noch kommt. Weil ich meine, ich habe gerade noch jemanden gehört. Okay. Ich bräuchte eine Spritze, das wäre besser. Da wollte ich das dämliche Medipack nehmen. Und jetzt traue ich... Oh nein. Wie du... Was ist das? Wie soll ich denn da... Oh, da oben ist auch noch so ein Ding. Da muss man ja jetzt höllisch aufpassen, dass man nicht hier drauf geht. Ich glaube, ich werde doch noch... Ich glaube, ich werde doch so ein Medipack nehmen. Ja, hau dir die Spritze in die Brust. Ja. Ich bleib einfach stehen, weil dann kann mir nichts passieren. So. Ja, lauf doch noch ein Stück vor. Bist du verrückt? Mann. Da kann ich nichts machen. Da muss ich drauf schießen. Bleibt nichts anderes übrig. Will nur nicht zu weit zurückgehen. Hier. Aber ich kann hier schon mal gucken, was uns erwartet. Ein weiterer U-Bahn-Tunnel anscheinend. Das gibt's gar nicht. Oder hat das vielleicht mit der Zielgenauigkeit was zu tun, dass man die vielleicht verbessern kann? Das kann natürlich möglich sein. Habe ich mich echt so vertan, dass... Es schneit. Dass ich da jemanden gehört habe? Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Leben. Jetzt kann sich keiner beschweren. Okay. Mzuntatre. Keine Ahnung. Haltestelle steht da. Achso, Moment, halt. Ich muss ja gucken, ob hier was liegt. Nicht, dass ich jetzt irgendwas hier liegen lasse. Ist auch geil. Wenn ich mich duck, dann wird der Regen leiser. Weiß nicht, ob es so sein soll, aber... Es muss einen Weg nach dort oben gehen. Ich hab's ganz vergessen. Stimmt, wir wollten ja über die U-Bahn. Stimmt, jetzt leuchtet es mir wieder ein. Da war ja was gewesen. Shotgun Shells, wunderbar. Was? Yeah! Günther Netzer! Günther Netzer ist da. Einmal geschossen und zwei Shotgun Shells wiederbekommen. Wo kam er denn jetzt her auf einmal? Der war doch vorher nicht da. Ich frage mich, wo der herkam. Aber die macht jetzt auch schon ordentlich Schaden, die Schrotflinte. Es ist gut, dass wir die verbessert haben. Und dass wir nicht auf unsere 55... Jetzt kommt die Scheißspritze, willst du mich verarschen? Wieso kriege ich jetzt die verdammte Kackspritze? Boah, da hätte ich doch so schön sparen... Jetzt lade ich das Spiel nochmal neu. So, nein. Ich schmeiß es gleich aus dem Fenster. Mann, hätte ich so schön sparen können, dass... Medipack. Was ist denn das? Nö, nö, kein Interesse. Nein, danke. Da ist Hagel. Hier ist Streichhölzer. Die braucht man wahrscheinlich, um das abzufackeln. Ich gehe nochmal hier kurz gucken. Hier liegt aber nichts, oder? Nö. Okay. Dann, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Ich glaube aber auch 10 Streichhölzer reichen, wenn man das verbessert.
Was? Okay, Bosskampf in Action wahrscheinlich. Und ein Kontrollpunkt, wie geil. Und da sind wieder, ach, die auf die Fresse fallen. Die kennen wir ja. Ja, klopf du mal, du bist ein ganz Lieber. Oh, guck ihn dir an. Oh, bitte ein ganz Lieber. Bitte, guti. Einer der geilsten Gegner, die ich je gesehen habe in Videospielen. Sehr gut kreiert. Können wir hier was aufmachen? Nein. Okay. So, das sieht schon wieder aus, als ob wir in der Nähe von der Alten kommen. Ich weiß, ich gehe schon wieder in den Schleichmodus. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Hier ist eine Falle. Zack, die haben wir schon mal. Da ist Hagel. Oh, Bastelzeug und Hagel. Eine Flasche. Wir haben 17 Bastelzeug, haben wir. Gibt's ja gar nicht. Wie viel an Bolzen können wir denn herstellen? Ist ja unglaublich. Je mehr wir haben, desto besser. Ach, diese scheiß Blitzbolzen, die brauchen wir gar nicht. Ach, meine Dings sind ja weg. Ne, nein. Jetzt habe ich die... Shit. Ach, ich hatte ja vorhin die Giftbolzen erstellt. Shit, die waren ja jetzt weg gewesen. Ah, und jetzt habe ich so viel für die anderen ausgegeben. Ah, egal. Probieren wir es gleich nochmal aus. Nochmal Giftbolzen herzustellen. Stimmt. Bevor wir gestorben sind, vorhin haben wir ja... Den zünde ich an. Den zünde ich an. Was hat der denn gemacht? Der ist ja voll abgesprungen. Ich fliege. Ich kann Moonwalk, du nicht. Das geht in Hose, definitiv. Der springt da runter, da kommen wir nicht so dran vorbei. Ich glaube nicht, dass wir da vorbei luxen können. Oder können wir das Hagel nehmen? Den können wir anzünden, ja. Anzünden. Wunderbar, sehr schön. So, Hagel nehmen. Wunderbar, da haben wir wenigstens nur Streichhölzer verbraucht und können hier weiter schleichen. Da ist ein Loch im Gitter. Hier ist mir viel zu viel Strom. Bin ich ganz ehrlich, weil ich habe so ein bisschen so Stromgeräusche, höre ich gerade. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß, wie sich Stromgeräusche in Videospielen anhören. Und, ich habe keine guten Erinnerungen daran. Ich werde mal versuchen, den da hinten reinzulocken mit der Flasche, weil der wird wahrscheinlich dann aufstehen. Ich versuch's mal eben. Na toll, hätte ich mal direkt auf den draufgeworfen. Hallo, stehst du auf? Ich zünde ihn einfach an. Fertig, egal. Ich wollte den mal so abdancen. Ist ja mal geil. So, hier können wir wahrscheinlich den Strom abschalten, oder? Den Braten hier irgendwie nicht. Das ist alles so... Ich hätte gerne jetzt einen Checkpoint. Erschreck mich doch nicht so. Oh nein. Das sieht nach Bosskampf aus. Oh mein Gott, das sieht voll nach Bossarena aus da drüben. Aber volles Rohr. Oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Hallo? Duck dich? Duck dich, du. Was ist das denn für eine mutierte Ratte? Ist die groß? Boah, ist die groß. War klar. Okay, können wir nichts tun. Da ist was drin. Ein Speicherpunkt. Ja, geil. Ja, das war's dann wohl mit der Ratte.
Jawohl. Und ein neues Tagebuch von Basti Castellanos, oder? Ja. Tagebucheintrag von Sebastian Castellanos. 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meiner Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber diese Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in der Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tja, da wären wir wieder. Kein Klopfen. Haben Sie etwas vergessen? Na, Lady. Wie geht's denn so? So, keine neue Crimson Post, aber dafür ein vermissten Bild. Was? Wie bitte? Tatjana Gutierrez. Vermisst, aber sie ist... Was? Tatjana, vermisst Tatjana Gutierrez? Fliegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Hä? Aber sie ist doch hier. Tatjana! Jetzt wissen wir endlich ihren Namen. Tatjana! Tatjana! Bist du hier? Tatjana! Oh, wir haben wieder ein bisschen Haargel. Wenn wir nochmal eben kurz pushen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Aua. So, was können wir denn pushen? Ein paar Waffen noch irgendwas? Was hatte ich denn gesagt gehabt, was nicht so toll war? Ah nee, ich hatte gesagt, das Schrotflinte war ja ganz gut. Okay. Vielleicht den Crit-Schaden des Scharfschützengewehr können wir auch mal... Obwohl, können wir bei Fitness irgendwas erhöhen? Nein, natürlich nicht. Nein. Kostet alles über 20.000. So, machen wir mal wirklich, weil ich glaube, hier Revolver und Magnum und Flinte ist echt gut ausgerüstet. Machen wir mal den Crit-Schaden bei dem Scharfschützengewehr. Ja, das, ja. 5.000! Genau, kostet eben 5.000. Ich behalte das mal den Rest. Vielleicht kommen wir ja nochmal... Vielleicht kommen wir ja definitiv nochmal hier hin oder so und dann können wir nochmal irgendwie pushen. Bevor es dann richtig losgeht, weil ich glaube, wir gehen echt auf Finale schon zu. Gut, dass wir uns da entschieden haben, da die nicht zu speichern, diese 50.000 darauf zu sparen. Aber wo ist Tatjana hin? Die war doch gerade noch hier. Tatjana? Bist du hier? Tatjana? Ich übersehe auch immer diese ganzen Statuen. Warum ist sie alle so blau? Naja. Ich werde sie jetzt, glaube ich, nicht suchen. Ja, mach doch noch langsamer die Türen auf, Basti. Ich glaube, hier ist sie auch nicht, ne? Oder? Nö, da ist sie nicht drin. Nö. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal speichern. Sie ist irgendwie... Ja, sie ist lost. Die Tatjana ist verschwunden. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob wir sie wiedersehen werden. Auf jeden Fall mach's erstmal gut, Tatjana. Und, ja, was uns da in diesem Stromraum erwartet, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ihr solltet das auch sein, denn, ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis demnächst. Tschüss.